Erstmal ein großes Hallo an meine Abonnenten und ein Hallo an die restlichen Zuschauer. Willkommen zu dem Video Luftfilter reinigen, Luftfilter wechseln. Ihr solltet alle 3 Monate, spätestens alle 6 Monate nach dem Luftfiltereinsatz sehen, in was für einem Zustand er ist, ob er Risse hat und wie voll der Luftfilterkasten ist. Dort entsteht durch zurücklaufendes Benzin regelrecht ein Öl, das den Filtereinsatz und den Kasten mit der Zeit zusetzt. Dies gilt es zu reinigen. Ihr werdet aber gleich sehen, was ich meine. Ihr entnehmt zum Öffnen des Kastens lediglich die hier gezeigten 6 Schrauben. Bei mir hatten alle Schrauben die gleiche Größe. Falls das bei euch anders ist, unbedingt merken, wo sie hingehören. So, nun kann der Deckel abgenommen werden und zum Vorschein kommt der Luftfiltereinsatz bzw. der Luftfilter. Dieses vorsichtig rausziehen. Und hier sieht man auch schon das Öl, was sich mit der Zeit bildet und absetzt. Diesen Schmodder gilt es zu beseitigen. Und natürlich den Filtereinsatz ebenfalls reinigen, das auch dieses Öl enthält. Es tropft regelrecht. Der Filter ist theoretisch waschbar, allerdings ist das Schmutzwasser aufzusammeln und ja nicht in den Abfluss zu kippen. Und den Filter bitte erst wieder einbauen, wenn er wirklich trocken ist. Gut, ich habe alles sauber gemacht, den Filter, so gut es geht, getrocknet. Wie ihr seht, es färbt nicht ab, es ist also trocken. An diese Stelle könntet ihr ebenfalls einen neuen Filter einsetzen. Da meines allerdings noch sehr gut in Schuss ist, baue ich den hier wieder ein. Zu beachten ist eigentlich nur, ihr müsst die Löcher treffen und innerhalb des inneren Kastens bleiben, da ihr sonst beim Schließen des Deckels den Luftfilter beschädigen könntet. Da mein Deckel leider etwas verzogen ist, muss ich ihn erst unten rechts einhaken und dann oben bzw. den Rest reindrücken. Ihr solltet jedenfalls sicher gehen, dass er komplett zu ist, sonst ist er nicht dicht. So, nur noch die Schrauben mäßig anziehen, nicht zu fest, und ihr seid fertig. Herzlichen Glückwunsch! Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wie immer gilt, ein Abo ist kostenlos, aber niemals umsonst. Lasst ein Abo da, wenn ihr mögt. Über Videowünsche würde ich mich sehr freuen und werde versuchen, sie umzusetzen. Einfach ab damit in die Kommentare. Oben rechts seht ihr nun mein letztes Video, in dem ich dem Rätsel auf den Grund gehe, warum mein Roller während der Fahrt ausging. Kleiner Tipp, ich messe unter anderem die CDI durch. Bis dann, ciao!